denke, für den Standort Zollernalbkreis spricht einmal für mich jetzt hier, speziell in Binsdorf, wir haben Autobahnnähe. Die Autobahnnähe ist 5 Minuten, ist sehr gut für uns. Die Leute sind in einer Dreiviertelstunde, Stunde in der Schweiz, genauso schnell in Stuttgart. Also zunächst mal kann man ja sagen, dass das Gebäude einzigartig ist vom Konzept. Es gibt, soweit ich weiß, Stand heute kein Gebäude, das gleich aufgestellt ist. Es produziert mehr Energie, als das wir benötigen oder wir brauchen. Es kommt bei den Kunden draußen wirklich sehr gut an, wenn man sagen kann, wir haben ein Produkt für den Bereich erneuerbare Energien und wir leben es tatsächlich nicht als Werbegag, sondern wird es tatsächlich umgesetzt. Wir entwickeln innovative Produkte im Bereich regenerative Technologien. Wir vertreiben die und beraten. Über die Beratung hinaus ist der Vertrieb und die Installation. Aber das ist so das Hauptthema, sehr stark beratend. Wir sind rund 10 aktive Firmen in der Holding. Also die meisten Firmen sind aus der Firma Top heraus entstanden. Solare Datensysteme, die Firma Micro, Solera, alle Firmen da sind daraus entstanden. Zuerst haben wir Solera Photovoltaik nur bei Top mal gemacht und gesagt, oh, das könnte Geschäft geben. Wir haben es erweitert, haben es modernisiert und sind dann tatsächlich einmal Firma draus gemacht. Das heißt, ich habe jeden Tag wechselnde Kundengespräche, andere Kunden, andere Bedürfnisse. Durch die Erweiterung jetzt mit Heizungstechnologie natürlich neu starten wieder, ja, andere Kunden, neue Themenkreise. Das macht den Alltag ungeheuer interessant. Ja. Wenn hier jetzt ein Kunde zu uns kommt, erhält er heute eine kompetente Beratung zum Thema Photovoltaik. Er hat eine kompetente Beratung, was Monitoring, Datenlogging betrifft und jetzt dann auch neue Energieberatung und das ganze Thema Heizsysteme, sonstige Dinge, alles was regenerativ in dem Bereich ist, bekommt er hier bei uns im Haus. Wenn ich die Firmengruppe im Ausland beispielsweise erkläre oder präsentiere, dann kommt natürlich immer die Frage, warum habt ihr die Scooter? Und dann kommt da schon auch der Spieltrieb und sagt, komm, da könnten wir noch mal was machen, da haben wir eine neue Idee und da probieren wir auch sehr viele Dinge aus. Und ich bin stolz darauf, dass wir auch immer wieder was Neues haben für neue Gruppen, für Kinder jetzt ab 2 Jahre, es geht nach oben, heute wurde ein Halfpipe gesprungen, da bin ich dann weniger tauglich dafür. Das ganze Betriebsklima ist toll, wenn man uns einfach wirklich unterstützt, egal privat was kommt, es ist wirklich immer Unterstützung da. Also das Angebot ist dann immer so, dass man tatsächlich auf die Kindergartenzeit, Schulzeit eingehen kann von der Arbeitszeit, sprich man kann flexibel hier arbeiten und somit ist dann eigentlich Familie und Beruf gut zum Umsetzen hier. Ja. Es gibt einfach so gut wie kein Gefälle. Ja. Der junge Mitarbeiter, der Auszubildende, der Mann aus der Chefetage, es ist ein verschmolzener Personenkreis, der ein Ziel hat, Erfolg. Also das ganze Denken hat sich bei mir da verändert, wie gesagt, wenn man ein Kind hat, dann sowieso. Dann mit erneuerbarer Energie, mit umweltschonend und etc. haben wir da natürlich ein ganz anderes Denken dann auf dem Verbrauch daheim und so. Man denkt einfach weiter. Ja. Durch die Produkte, die wir verkaufen, es steht jeder hinter dem Produkt, es steht jeder hinter der Firma. Wir haben eine Du-Kultur, was auch nicht üblich ist. Wir gehen sehr kumpelhaft miteinander um. Wir gehen auch abends mal ein Bier trinken miteinander. Und ich glaube, das alles gehört. Das Feste machen gehört genauso dazu wie das Arbeiten und ich glaube, diese Balance haben wir auch sehr gut geschaffen. Deshalb denke ich, die Großzahl der Mitarbeiter sind sehr, sehr gerne hier. Ich bin glücklich, an diesem Standort zu wohnen, arbeiten zu dürfen und mein Blick bei jeder tagtäglichen Fahrt raus aus Binsdorf fällt natürlich auf die Schwäbische Alb und ich schätze mich ganz ehrlich sehr glücklich, hier wohnen und leben zu dürfen.
das Interessante her. Wir sind die Schwäbische Alb und wir sind der Zollern Albkreis. Die höchsten Sonnenstunden Deutschlands gibt es hier. Somit müssen wir hier sein. Wir haben noch sehr viele Märkte und sehr viele Länder, in die wir gehen können. Wir haben ein tolles Team, wir haben eine tolle Struktur. Die gesamte Firmengruppe an sich ist eine stabile Grundlage, auch für die Mitarbeiter hier. Alles in allem würde ich einfach sagen, wir fühlen uns wohl. Ich denke nicht nur ich. Es ist unser Ziel, eines unserer Hauptziele, am Schluss die Welt etwas besser zu verlassen. Ja. Ganz klar.